Hallöchen, ihr Mausis. findet ihr heraus, welche Gefahren in Saartal lauern? Ich habe gedacht, ich kann zurück. Gut, aber mein Lehrmeister, Meister, wie auch immer, Ausbilder hier, hat ja gemeint, man müsste die Gräber mal genauer untersuchen. Aber ehrlich gesagt, das Einzige, was mir auffällt, manche haben halt hier so eine Linie links und rechts, wie das hier, das hat es nicht. Das hier, das hat es. Das hat es nicht. Das hat es auch nicht. Aber ansonsten? Ansonsten habe ich da jetzt nicht viel Unterschied gesehen, muss ich sagen. Lydia, was meinst du? Die habe ich schon.
Ups. Gewicht 4. Ah, nee. Ah, das hat bestimmt was zu bedeuten hier, dieser komische Delfin, der so nach oben schwimmt. Oh je. Oh, da hinten ist ein Adler. Hier kommt bestimmt eine Schlange hin. Der Fisch. Der Adler. Warte mal. Ist nie verkehrt. Das sieht sehr verdächtig aus. Ups. Da habe ich wohl auf meine eigene Gesundheit nicht acht gegeben. Nur gut, dass ich vorher gespeichert habe.
Zaubertränke. Heilung. Entschuldigung, Lydia, ich hatte nicht vor, dich zu verbrennen. Das war nicht meine Absicht. Kann ich hier hoch? Ja. Ah. Ah, da komme ich doch gar nicht ran, oder? Doch. Toll. Hat sich ja gar nicht gelohnt. Mist. Scheiße. Da ist er. Warum springt er nicht? Der Hansi. Ich habe aber auch eine geile Kameraführung. Meine Güte. Ich bin ja so ein richtiger Bro. Bewegen tut sich das auch nicht. Okay. Ja gut, dann gehen wir hier durch. Stahlschwert drin. Ah, ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. War mir klar. Okay, warte mal. Marschier. Und jetzt wieder, nee, Zerstörung. Flames. Eine Schlange? Ein Fisch. Ein Fisch. Ein Vogel. Eine Schlange und der Fisch. Der Fisch und ein Vogel.
Oh nein. Wenn ich jetzt aber hier wieder drehe, nicht für meine Nerven. Ich dachte, es sei höchste Zeit, dass ich wieder zu euch stoße. Ach, jetzt, nachdem die gefahren. Einfach faszinierend. Das weiß ich nicht, aber ich finde es faszinierend. Wenn es stimmt, versteht sich. Die Insel Artaeum verschwand vor über 100 Jahren. Und seitdem hat sie niemand mehr gesehen. Und doch haben Sie sich plötzlich dazu entschlossen, Kontakt mit euch aufzunehmen? Das ist wirklich spannend. Ich würde das als ein Kompliment betrachten. Die Psijiks haben sich immer nur mit denen beschäftigt, die sie für würdig gehalten haben. Also gut. Oho. Ah. Du kannst Tränke und Gifte herstellen, indem du zwei oder mehr Zutaten kombinierst, die über eine gemeinsame Wirkung verfügen. Ja, ganz. Oh, okay. Ach, das ist Zwerg. Ach so, ich habe jetzt hier gedacht, hier das Alchemiebuch sei das, um herauszufinden.
Karoni? Ausdauer senken. Buch. Gesundheit senken. Naja, ist doch gut, Ausdauer verstärken. Das bei Zaubertränke jetzt? Ja, Magika senken. Aber es hat Wert 36. Na dann behalte ich das. Mann. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass wir so etwas finden würden. Ja, ich mir auch nicht. Nichts scheint zu funktionieren. Fuß! Haltet es beschäftigt. Ich versuche. Dass das hier ihm etwas von seiner Kraft zu entziehen. Ihr werdet mich oberhand.
war von seiner Kraft zu entziehen. Absorbiert. Ich brauche Heilung. Kleine Heilung da. Ich war doch noch gar nicht fertig. Oh, ich bin nicht wieder zu schwer. Ach hier, Gesundheitspunkte, Gesundheitspunkte. Ah, fürs nächste Mal weiß ich's. Seid bereit? Ich habe keine Ahnung. Das ist erstaunlich. Wirklich erstaunlich. Der Erzmagier muss sofort informiert werden. Das muss er mit eigenen Augen sehen. Ich wage es nicht, das hier unbeaufsichtigt zu lassen. Könnt ihr zur Akademie zurückkehren und Savos Aaron von dieser Entdeckung unterrichten? Bitte beeilt euch! Sagt ihm, dass wir etwas entdeckt haben, das. Nun, ich bin nicht sicher. Sagt ihm etwas Einzigartiges. Es ist eindeutig magischer Natur. Aber es ist mit nichts vergleichbar, was ich bisher gesehen habe. Das wird ihn sicher sehr interessieren. Ach, ich glaube, ich komme zurecht. Die größte Gefahr haben wir ja offenbar aus dem Weg geräumt. Wir können davon ausgehen, dass derjenige, der das hier platziert hat, es gut bewacht haben wollte. Ich frage mich, warum wohl? Lebt wohl! Wohl, sage ich auch zu dir, denn die Folge ist rum.
Hä? Oh. Ach, hier bin ich. So, und wie es weitergeht, das erfährst du dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.